Warschau ist wunderschön. Ja, wir haben früher viele Feste gefeiert, bevor Polen von seinen Feinden geteilt wurde. Graf Walewski. Ach, Senator. Ach nichts, ein Andenken an meinen russischen Besuch. Mein Freund. Gebe Gott, dass die Knechtschaft Polens bald zu Ende sein wird. Gott wird es geben, wenn Napoleon hilft. Marie, das ist unser großer Staatsmann und Patriot, Senator Malachowski. Meine Frau. Madame. Ich küsse die Hand, die die Unterzeichnung unserer Schande verweigert hat. Ich danke Ihnen. Herzog von Talleyrand, Fürst von Benevent, Minister des Auswärtigen und Oberzeremonienmeister seiner Majestät, des Kaisers. Majestät kommt sofort. Komm jetzt, Marie, wir müssen unsere Plätze einnehmen. Wir sollen gleich dem Kaiser vorgestellt werden. Dem Kaiser heute Abend? Das ist die versprochene Überraschung. Ich muss dir etwas sagen. Was? Weißt du, ich hatte doch... Graf und Gräfin Stokowski. Es wird heißen, wenn man meine Geschichte schreibt, unter seiner Regierung blühte die Schönheit. Fürst und Fürstin Lubomirski, Gräfin Potocka. Gräfin. Ein Wort von Ihnen, Sire, und ich werde in die Geschichte eingehen. Wenn das Ihr Wunsch ist. Oh, ich danke Ihnen, Majestät. Fürst und Fürstin Mirsk, Fürstin. Ich bin glücklich, in Ihrem Zeitalter leben zu können, Sire. Ich auch, Fürstin. Sire. Der Kammerherr Graf Anastasius Walewski, Gräfin Walewska. Sein Sohn, Graf Augustus Walewski, Gräfin Augustus Walewska. Walewski. Der Name ist mir bekannt. Und Sie sind seine Enkelin? Seine Frau, Sie. Ihre Frau? Wo waren Sie denn, Kammerherr? Beim letzten König von Polen, Majestät. Das sind 40 Jahre her. Da müssen Sie noch sehr jung gewesen sein. Ich bin 75 Jahre alt, Majestät. Madame ist Ihre erste Frau? Meine dritte, Majestät. Darf ich Ihnen zu Ihrem ausgezeichneten Geschmack gratulieren? Wie alt sind Sie, Madame? Wenn das ein Befehl ist, Sire, so haben wir Frauen das Recht, ihn nicht zu befolgen. Eine tapfere Antwort. Ich weiß Tapferkeit zu schätzen, besonders bei Frauen. Ja. Und das ist wohl Ihr Sohn? Ja, Majestät. Und das? Das ist mein Enkel. Ich gratuliere, Madame. Für eine Großmutter haben Sie sich erstaunlich gut gehalten, Gräfin. Ich bedauere, Sie nicht in Ihrer Jugend kennengelernt zu haben. Graf und Gräfin Oginski, Fürst Akea. Was hast du mir sagen Fürst wollen? Fürst Kapinski. Oh, es war nichts Wichtiges. Talleyrand? Ihr Ball war dagegen beschämend. Ich erwarte von Ihrer Großmut Verzeihung, Sire. Meine Herren, ich warne Sie vor meinem Außenminister. Er verspricht Ihnen, was Sie wollen und gibt Ihnen, meistens, so gut wie nichts. Ich dagegen verspreche Ihnen nichts und... Nichts, Sire? Gar nichts. Aber dafür, meine Herren, gebe ich Ihnen auch umso mehr. Wir haben es auch nicht bei Versprechungen bewenden lassen. Wir haben unser edelstes Blut unter Ihre Fahne geschickt. Die Polen sind meine besten Soldaten. Sie sind mir ebenso lieb wie meine Franzosen. Bei solchen Fürsprecherinnen dürfen Sie viel erwarten. Reizende Frauen. Ich wette, die Toiletten sind aus Paris. Stimmt's, Talleyrand? Das ist unser Hauptausfuhrartikel, außer der Freiheit. Oh, seit wann interessieren Sie sich für Freiheit? Ich bin in allem Ihr Schüler, Majestät. Wir werden bis zum letzten Atemzug kämpfen. Helfen Sie Polen, die Freiheit zurückzugewinnen. Talleyrand kennt meine Bedingungen. Dieser Graf Walewski muss unerhört reich sein, um die Wünsche einer so schönen Frau erfüllen zu können. Er ist auch sehr reich, Sire. Und wir brauchen Ihre uneingeschränkte Unterstützung. Meine Anwesenheit ist ein Zeichen meiner Sympathie. Diese Gräfin Walewska war wohl ein sehr armes Mädchen.
Ja, sehr arm, Majestät. Wir sind für Ihre Sympathie sehr dankbar, Sire. Aber Ihre Sympathie allein wird nicht genügen, Österreicher, Russen und Preußen wieder aus Polen zu vertreiben. Wir brauchen Ihre Waffenhilfe, Sire. Schließen Sie mit uns ein Bündnis. Ich habe das Wohl Ihres Vaterlandes immer im Auge. Hört die Rock? Sie sind die bezauberndste Frau. Sie sind sehr charmant, Kapitän. Wirklich, ich meine es ernst. Sie sind die bezauberndste Frau der Welt. Kapitän Dornano. Marschall. Gräfin Walewska, Großmarschall Durand. Madame, ich habe die Ehre, Sie um den ersten Tanz zu bitten. Das tut mir leid, den habe ich schon vergeben an Kapitän Dornano. Seine Majestät geruhen, Kapitän Dornano schlafen zu schicken. Sie hatten heute einen schweren Tag. Madame, verzeihen Sie bitte, mir wird auf einmal ganz schläfrig. Wenn seine Majestät es wünscht, dann muss ich wohl verzeihen. Aber ich werde von Ihnen träumen. Madame. Das kann mir der Kaiser nicht verbieten. Sie damals von Bronje gleich mitnehmen sollen. Aber Majestät. Das war einer meiner wenigen taktischen Fehler. Glücklicherweise hat der Feldzug erst begonnen. Wie finden Sie, dass ich tanze, Gräfin? Oh, Sire, Sie tanzen wundervoll. Nun, dann müssen Sie mich inspiriert haben. Erregen Aufsehen, Sie. Das ist nicht das erste Mal. Ich freue mich, Sie wiederzusehen. Aber der Tanz ist noch nicht zu Ende. Promenade! Sehen Sie, wie schön uns alle folgen? Wollen Sie morgen zu mir kommen, Gräfin? Nein, Sie. Aber Sie sind doch bis nach Bornje gefahren, um mich zu sehen. Aber nicht, um gesehen zu werden. Ich habe Sie schon seit meiner Kindheit wie einen Helden verehrt. So, und jetzt wollen Sie ihn nicht mehr sehen? Doch, Sie. Aber von fern. Heißt das, dass meine Nähe Sie beunruhigt, Madame? Nein, Sie. Was denn sonst? Ich fürchte, sie wird mich ernüchtern, Sie. Was sagen Sie da? Sie müssen verstehen, Sie. Wir fallen auf. Ich bin diese Feste nicht gewöhnt. Ich bin zum ersten Mal in Warschau. Ich auch? Welch charmanter Zufall. Wir könnten morgen über unsere Eindrücke plaudern. Ich schicke die Rock zu Ihnen. Er bringt Sie in mein Quartier. Ich habe einen Mann, Sire. Ach, der ist für Sie zu alt. Er hat seine Ehre, seinen alten Namen. Er ist Edelmann. Das verpflichtet. Ah, ich verstehe. Es ist nur Pflichtgefühl, was Sie verbindet. So erobert man keine Herzen, Sire. Erobern Sie erst die Welt. Dann belehren Sie mich. Ich würde nicht wagen, Sie zu belehren. Ich bitte mich zu entschuldigen. Sie sind anmaßend. Ich sah in Ihnen einen Gott. Es gibt keine Götter. Jetzt weiß ich es hier. Ich habe mich geirrt. Georg! Erfährt König Ludwig der 16. von mir persönlich. Pelagia. Ich dulde diesen Kerl hier nicht. Schmeiß ihn doch hinaus. Komm, Pelagia, du musst zu Bett. Er ist ein Korporal und ein Betrüger. Jetzt gehe ich hinaus und zähle das Silber. Komm, ich zähl's selbst. Geh zu Bett.
Sie verzeihen, Majestät. Majestät? Wie kannst du so etwas Majestät nennen? Wir müssen vorsichtig sein. Vorsichtig? Hast du Angst vor dem Kerl da? Sie Hochstapler! Gräfin Valeska. Die Dame hätte das Zeug zu einem General. Gewiss. Gute Nacht, Sire. Bitte bleiben Sie. Ist das ein Befehl, Sire? Wie Sie es auffassen. Setzen Sie sich, Marie Valeska. Gräfin, ich verstehe, dass Sie sich durch mein Betragen gekränkt und erniedrigt fühlen müssen. Ich bedauere es und bewundere Sie. Wer ist da? Gräfin Marie. Paul! Oh, Paul! Marie! Heute erlebe ich eine Überraschung nach der anderen. Was tust du hier? Der Posten vor der Tür ist doch der Leibgardist des Kaisers. Ja. Sag, was tust du hier? Im Augenblick werde ich von meinem Bruder beinahe totgedrückt. Es ist gut, Stefan. Übrigens, Paul, was tust du denn hier? Paul Laschinski, Oberst seiner Majestät Chasseurs. Hier ist der Beweis. Herzlichen Glückwunsch. Das waren noch vor wenigen Wochen die Privatgemächer der Habsburger. Es war ein großer Siegeszug, nicht wahr? Es war ein Triumph. Ich hoffe, Sie werden sich wohlfühlen. Danke, Sie. Bianca wird Sie in Ihre Zimmer führen. Danke, Sie. Ihre Reise war anstrengend. Sie brauchen Ruhe. Danke. Wir sehen uns bei Tisch. Ja. Ja. Bitte entschuldigen Sie mich, ich muss jetzt nach meinen Maulbeeren sehen. Oh, Sie werden sich sehr wundern, Madame. Ich habe großen Erfolg damit und treibe lebhaften Handel, besonders mit Neapel. Interessiert Sie das, Madame? Oh ja, sehr, gewiss. Wir könnten hier beträchtliche Mengen Seide erzeugen. Ich werde noch, wenn es mir gelingt, den Wettbewerb mit England treten. Also, bis nachher, Madame. Darf ich bitten, Signora? Erst packen wir ein, dann packen wir wieder aus. Dann packen wir ein, dann packen wir wieder aus. Das nimmt ja kein Ende. Wo ist denn der Mann hin, Stefan? Ich weiß nicht, welchen Mann du meinst und weiß auch nicht, wo er ist. Na, ich meine den Mann mit dem großen Hut. Komm, wasch dir die Hände, Alexander. Was geht mich der Mann mit dem Hut an? Ich habe schon viel größere Hüte gesehen und mich nicht darüber aufgeregt. Bleiben wir jetzt immer hier, Mutti? Ich weiß nicht, Alexander. Wir haben doch ein Haus in Paris. Wir kennen uns, Madame. Kaiserliche Hoheit. Stefan. Komm her, mein Kind. Ja, mein Junge. Sie wird dir bestimmt sehr gut gefallen. Gute Nacht. Gute Nacht. Weißt du, Mutti, dass Raupen Seide machen? Ach nein, wirklich? Ja, aber dann müssen sie Maulbeerblätter essen. Das ist ja sehr interessant. Hm?